So, servus Leute, willkommen bei mir Unrage und bei Sheltered. Ja, Leute, nochmal zur Info, falls euch die Videos gefallen, bitte lasst ein Like da unten. Würde mich sehr freuen über einen Kommentar, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, ich bin nicht aus Pappe, Leute, einfach rein damit. Ich schaue es mal an, werde gucken, was ich machen kann und mal ein wenig reden kann man auch. Sonst würde mich auch sehr über ein Abo freuen, wie immer. Also, fangen wir an. Aufhören mit der scheiß Werbungsschleimerei. Bäh. Okay, machen wir weiter. Wir haben einen Funkgrill, Funkspruch. Also. Ja, ja, ja. Wir sind gerettet. So, also, fünf Ding. Kunststoff, ja bitte. Seil passt nicht mehr rein. Zement passt auch nicht mehr rein. Nicht Zement, sondern kalt. Aus einer leeren Plastikflasche kann man Kunststoff wahrscheinlich gewinnen, aber wir haben schon... Halt. Aus dem kaputten Radio können wir Elektronik und mehr gewinnen. Deswegen, es ist wichtig. Das ist wichtig. Wir brauchen das. Wieso habe ich den alleine rausgeschickt? Ja, okay, es war zu dem Zeitpunkt keiner bereit. Und gucken wir mal. Er hatte mich schon gefragt, woher diese Leute alle ihre Waren kriegen. Anscheinend finden sie alles in Häusern und anderen Gebäuden. Scheinbar lassen sie viele... Ja, also, Leute... Ihr seht, es kommt immer wieder das Gleiche. Also das ist jetzt von Tag zu Tag, ihr könnt da jetzt durchgehen. Das war mal was anderes mit dem Net mal Besuch zu kriegen, aber... Falls sich mal was ändert, können wir wieder reinschauen. Ansonsten... Habe ich irgendwelche Aufgaben? Nein, es gibt Aufgaben. So. Funkspruch abgeben. Vorhin, letztens war, hat das Frequenzabhören nichts gebracht. Gucken wir mal, ob es jetzt was bringt. Und was es bringt. Nicht, dass uns irgendwelche Banditen jetzt die Frequenz abhören und dann raiden die uns oder so und ich habe keine Fallen und nichts und gar nichts und ah! Ja, besonders, weil, Leute, überlegt mal, es gibt sowas wie Farbdosenfalle und, mal davon abgesehen, zudem ein Versteck, zudem Stachelfalle und... Also, Schrotflintenfalle kann Eindringlinge ausschalten. Also... Ich bin nicht gespannt darauf herauszufinden, wofür ich die brauche. Und ich hoffe inständig, dass wir vorher bereit dafür sein werden. Weil das wird hart. Das wird hart. Weil wir dann keine Falle haben und das... Und die raiden uns zu, was weiß ich, 5, 6. Dann sind wir einfach tot. Das ist dann einfach... nicht so nice. Fertig. Falle leer. Zack. Essen. Oh, Luna. Wir haben gerade drei Rationen gekriegt. Dadurch das Abhören der... Was? Durch das Abhören der Frunk... Oh. No. So. Durch das Abhören der Funkse... Bitte erschieß mich. Durch das Abhören der Funkfrequenz haben wir den Funkspruch eines reisenden Händlers in der Nähe abgefangen. Er hat uns seinen Aufenthaltsort mitgeteilt und wir haben ihn auf der Karte vermerkt. Okay, gut. Okay. Kenn ich noch nicht. Muss man mal gucken, was es macht. Warte mal, schau mal halt gleich mal. Ja. Warte, ansehen. Wo ist der? Du bist doch schon wieder daheim. Ach, nur weil er jetzt noch nicht daheim ist. Höhlen, scheiß Höhlen. Was? Hä? Es muss doch irgendwas speziell... Oh, da. Da drüben. Oh, da müssen wir weit laufen. Wir könnten das alles durchsuchen. Ja, wir könnten das alles durchsuchen. Aber es würde uns schon ein wenig was an Wasser kosten. Ja, aber wenn wir nach dem Regen mal wieder voll sind, dann kann man da locker hin und mal gucken, was der will. Reisender Händler. Hat der einfach nur spezielle Sachen, sondern der...
Wahrnehmung von Jack ist gestiegen. Er hat Medikamente gefunden und noch mehr. Und noch viel mehr. Du gehst duschen. Duschen, duschen, duschen. Und schlafen. Und schlecht. Schlafen. Wir haben 10 Nahrung, Leute. 10 Nahrung. Wir sind safe erstmal. So safe, wie wir nur sein können. Gut. Ja, wir müssen natürlich noch viel mehr machen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt komplett safe sind, aber wir sind schon auf einem sehr guten Weg. Ja, wie gesagt, wir haben keinen Platz mehr in unserem Bunker. Licht. Bitte. Baust du das Licht? Dann baust du... Ah, okay. Natürlich kann man es auch da unten hinsetzen, das wäre kein Problem. Aber wir setzen es jetzt erstmal hier hin. Ja, nee, was haben wir gesagt? Keine Ressourcen verschwenden, weil wir warten wollen bis... So. Schon mal wieder kurz abgelenkt worden. Handy. Ja. Ja, Regen an der Oberfläche, also... Jetzt machen sich mal die zwei wieder bereit. Zack, Wasser trinken. Oh, du hast viel gerade. Du hast gerade ein wenig viel. Wo bist du? Hä? Wo ist Sandra? Ach, die schläft. Ja komm, du kannst schon aufhören zu schlafen. Also, komm, Toilette benutzen. Duschen. Reparieren. Schlafen. Carol, du brauchst eigentlich gar nichts. Du wirst eigentlich safe. Jetzt müssen wir nur noch auf deine Mutter warten, die wieder Ewigkeiten im Bad braucht. So, fertig. Expedition planen. Sandra und Carol. Das ist mein Top-Team einfach. Top. Spitzerleutchen ist. So. Schauen wir mal. Ja, das wird sehr kostenaufwendig. So. Es ist zwar theoretisch eine ziemlich gleiche Route, aber naja. Luna, du bist gefüttert worden, also bist du die beste Hilfe, die wir kriegen können. Ausrüsten. Ausrüsten. Nein. Das bringt mir halt nichts, wenn du einen Stein hast, aber... Halt, Herrgott, was mache ich denn jetzt die ganze Zeit? Fettfingern hier. Das gibt's doch nicht. So. So. Jetzt will ich aber wieder zurück. Nein! Ah! So. Dankeschön. Ausrüsten. So. Bestätigen. Bestätigen. Ja, bitte. Los. So, du darfst dann noch schlafen, das ist sowieso logisch. Der Recycler. Verbleibende Zeit, really. Krass. Der braucht so lange, um das zu recyceln, hätte ich nicht gedacht. Du darfst schon noch Wasser trinken. Du bist schlafen. Es gibt einen eigenen Funkspruch. Ach, sorry, Leute. Du darfst essen. Ja, klar. Also, Fleisch essen. Logisch. Bin ja kein Veganer. Also, nein, ich bin kein Veganer. Das macht mir auch nichts. Aber auch nichts gegen Veganer. Meine Freundin ist Veganer. Mal davon abgesehen. Das sind zwei. Kann ich zwei rekrutieren auch? Ja, Kampf will ich jetzt nicht handeln, dann... Lass mich in Ruhe, du bist gemein. Was wird das für ein Scheiß? Ja, okay, wir hätten auch gar nichts gehabt, also es wäre wurscht, aber fliehen wäre halt nicht gegangen. Ich will den Ort schon durchsuchen. Ach, wir sind wieder in Ding, Höhle und Ding drin. An der Lichtung, weil wir ja durch den Berg müssen. Oh,
Kraftstoff hinzufügen. Kraftstoff hinzufügen. So, jetzt noch mal Eisen bitte. Funkspruch? War nix? Nee? Okay, wenn man das einbildet jetzt. Okay. Ah, 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 wappa. Da darf wohl jemand reparieren. Da muss jemand unseren Wasserfilter und dann auch wahrscheinlich gleich einen Luftfilter reparieren. Das sind immer beide gleich kaputt. Hör mal, willst du Vorräte vergleichen? Mal sehen, ob wir uns gegenseitig helfen können. Vielleicht würde ich mir deine Vorräte mal ansehen. Mhm, schön. Ich hätte was zum Tauschen gehabt. Also so ist ja netter. Und sogar... Ja! Wir kriegen was zum Fressen. Das heißt, sobald du einen Anzug anziehst, kannst du auch gleich die Falle leeren. Dann kannst du reparieren. 5. Hm. Hängt das mit irgendeinem Wert zusammen? Würde mich interessieren. Weil vorne hat Paul 7 rausgekriegt. Hängt das mit irgendeinem Wert zusammen? Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Oder ob es zufällig ist, kann auch sein. Dass er mal 7, mal 5, mal 6 ist. Kapazität des Wasserspeichers erreicht. Ja, ist ja wurscht. Hier, duschen. Dann kannst du meinen Schutzraum reinigen. Er sieht schon wieder aus wie Sau. Ja, also... Bisher haben wir es, ich glaube, wir haben es eigentlich ziemlich gut überwunden. Jetzt hier spricht Carol mit der großen Haus in Sicht. Hier scheint Sachen herumzuliegen, die nützlich. Ja, ist, ja, ja. Ja. Es ist alles Recycle-Material. Alles. Es, also, okay, wenn ich mir so überlege, ist es schon viel Material im Endeffekt. Aber oh mein Gott, es ist halt, muss ich alles recyceln. Das heißt, da hocke ich mindestens so eine Viertelstunde dran mit dem Recycler, bis das alles durchgelaufen ist. Wir bräuchten keinen Kalk, wir bräuchten Sand. Aber ich nehme lieber das mit und den Kopf könnte ich Schaum mitnehmen. Da brauchen wir die Kaffeebohnen nicht. Ich glaube, die Kaffeebohnen kann man auch nicht recyceln. Da kann man Holz rauskriegen, was auch wichtig ist. Da brauchen wir kein Wasser. Wir brauchen kein Wasser. Wir haben genug Wasser. Mäßiger Sandsturm. Hm. Beschädigt aber nicht unser Sauerstoffanteil. Wahrscheinlich beschädigt es einfach nur den Sauerstofffilter. Ja, ist genau das gleiche, würde ich sagen. Komisch, irgendwie. Wir brauchen aber den Sand. Und die Masken. Ah, was ist denn los? Oh. Hm. Ja, okay. Wie viel Holz haben wir, ist die Frage, gell? Metall. Metall haben wir auch Haufen. Aber könnten wir aus dem Schrotthaufen Rohre kriegen, ist die Frage. Könnten wir aus irgendwas Rohre kriegen, ist die Frage. Daraus kriegt man verbrannte Kleidung nach dem Recyceln. Etwas Stoff. Wolle. Wolle brauchen wir nicht. Rohr brauchen wir. Was habe ich vorhin über die Medizin gesagt? Ist jetzt genau der gleiche Fall. Ist jetzt ganz genau der gleiche Fall. Verstümmelung geht vor Heilung. Das mache ich jetzt zu meinem Slogan. Verstümmelung vor Heilung! Ein Bär gibt dir auch nichts zum Essen und er schlägt dich dann. So, du hast eigentlich Hunger und ich habe kein Problem damit. Du kannst, wir sind jetzt eigentlich sogar in diesem Ding, dass wir sagen können, hey Leute, wie wär's, wenn ihr euch nicht einfach selber versorgt? Weil, fuck it, was, wieso sollt ihr das nicht tun? Wir haben genug Essen, da, ihr versorgt sich schon selber, wir brauchen gar nichts mehr tun. Das ist klasse. Eine Zange für schnelleres Arbeiten, dann geht die Wolle wieder. Nein. Habe ich noch nicht gehabt. Nägel habe ich 23. Leder brauchen wir auf jeden Fall. Das gibt Linsen, schätze ich. Das gibt Kabel. Das könnte alles geben. So ein kaputter Fernseher kann halt alles geben. Genauso wie so ein Radio. Da könnt ihr die ganzen Elektroteile kriegen, wo ihr braucht. Guck, Jack hat keinen Stress. Sag ich doch.
Jack hat keinen Stress, also nicht über Zeit auf jeden Fall, nicht so sehr. Das heißt, die Nötigkeit dieses Items ist geringer geworden. Sehr viel geringer. Damit könnte man Kunststoff machen, aber wir haben schon einen Haufen Sachen, wo wir Kunststoff vielleicht rauskriegen. Deswegen nehmen wir lieber weiterhin die Nägel mit. Ja, machen wir so. Logische Schlussfolgerung. Big Brain Time! Big Brain Time! So. schauen wir mal. Jack muss dann schlafen danach. Das würde er aber wahrscheinlich von selber tun. Ich sollte ihm aber sagen, dass er vorher den Anzug abziehen soll. Jo, Paul. Jetzt laufen sie wenigstens mal rum. Ich brauch da nichts durch. Haben wir wegen Ding. Wir können keinen Schutzraum machen. Das ist leider sehr schade. Ich kann eine Leiter machen, aber keinen Schutzraum. Kann ich die Leiter nach unten stellen? Nee, kann ich nicht. Oder? Doch. Das ginge sogar. Macht ihr die dann durchgehend einfach von oben? Muss ich. Da, hier wäre es ganz. Hier wäre es nur halbert. Oh, okay. Annehmen. Hä? Ich kann nur einen kaputten Pflanze mitnehmen. Ja, dann bleiben die Drähte da. Das Bein kann ich aber mitnehmen. Hä? Ich hatte doch das Bein dabei. Oh, ich hatte kein Bein. Ja, dann scheiß mal auf das Holz. Oh Gott, dann nimm das Bein mit. Die Einkaufsventile, wir brauchen Ventile. Scheiß auf das Glas. Wir brauchen Kunststoff. Und wir brauchen Antibiotika und Antistrahlungsmittel. Scheiß auf die Sicherung. Scheiß auf die Motoren. So. Oh, das sind nur Stresspillen auch noch. Ah, scheiß auf das Bein. Ah, so Verbandskasten-Auto. Oh nee, das Nylon, von dem Nylon haben wir sehr wenig eigentlich, nur 5. Sand brauchen wir. Kalk brauchen wir nicht. Verband. Noch ein paar Kalkschauer, aber. Der kann sowieso zu Kunststoff recycelt werden, also das ist ja logisch. Aber ich frage mich, was halt da nur rauskommen könnte, genauso wie in dem Bein. In dem Bein könnte nur Kunststoff und ein Rohr rauskommen, theoretisch. Also, was ist da jetzt besser? Soll ich vielleicht die 2 Nägel da lassen, um das Bein mitzunehmen? Ich weiß es halt nur nicht. Meine Unwissenheit regt mich auf. Du gehst eh schlafen danach. Du machst eigentlich gerade gar nichts. Brauchst du auch nicht, weil wir haben ja nichts. Uns fehlen genau die gewissen Teile, fehlen uns. Kann doch gar nicht sein, dass wir so wenig Leder haben, willst du mich verarschen? Ja, fehlt immer nur 1-2 Teile. Das ist eine Kugel. Ah, die geht auch schneller, wenn ich vorspule, das ist ja klasse. Ah, so. Essen, Bücher, braucht man nicht, Radio. Ich weiß halt nicht, was rauskommt. Weiß halt nicht, was rauskommt. Also ich rate jetzt mal von den Scharnieren ab. Bin ich jetzt einfach mal so mutig. Ich bin jetzt einfach mal so mutig und lass die Scharniere da. So viel Stuff. So viel Stuff. Weißt du, das könnte halt, das Schallplatte könnte halt locker aus dem Radio kommen. Und Drähte meine ich sowieso. Kunststoff auch. Könnte auch aus dem Radio kommen. Ich weiß es nicht, dann lass mal aber ein. Komm, wegen einem Benzinkanister ist jetzt nicht so wichtig. Wenn wir dafür mehr Sachen kriegen. Und wir haben nochmal was in unserer Falle. Das heißt, du nimmst den Anzug und Falle leeren. Zack, nähern. Es war nicht mitwirken, es war nähern. Wir haben uns anscheinend schon gesehen, oder? Hey, mein Freund, willkommen in meinem rollenden Geschäft. Ah, der Händler! Ich habe ihn total vergessen. Ich habe ihn wirklich total vergessen. Das ist unglaublich. Willkommen in meinem rollenden Geschäft. Ich habe gerade viele gute Sachen auf Lager. Bitte sieh dich nur um. Mal sehen, ob ich was Passendes für dich finde. Ja, sehe.
ich bin bessere Händler als er. Das Einzige, was er hat, sind ein paar Verbände. Also ganze die Happiness 6. Ich habe noch kein einziges davon braucht. 5 Anti-Strahlungsmittel habe ich genauso. Dafür könnte ich dir eher welche geben. Ja, braunen Sand. Braun das. Das kann man noch stacken. Das Ventil kann man stacken. Den Kopf auch. Oh, würde mir aber interessieren, was so ein ausgebrannter Laptop bringt. Der bringt bestimmt auch einiges, aber ich habe gar nichts zu weggeben. Nichts. Wir können nur Sachen machen, die wir draufhauen können. Das heißt, der kommt schon mal raus wieder. Was war da unten drin? Ja. Dann nehmen wir nur den Kopf mit. Nix. Ne, das war's. Was gebe ich jetzt dafür? 6. Brauchen wir ihn nicht. Ein guter Handel, mein Freund. Ich werde auf meinen Reisen weiter nach nützlichen Objekten ausschalten. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Naja, hoffentlich hast du auf jeden Fall was Besseres, als du jetzt hast, weil das war unbefriedigend. Das kannst du deiner nächsten Freundin sagen. So, gegen mehr Fleisch. Gleich. Und wir machen das weiter. Was? Wir haben kein Fleisch gekriegt. Okay, das ist relativ ungünstig. Wir kriegen aber. Langsam regt es mich schon auf. Wir brauchen die ganze Elektrik. Ich verspreche euch, wir brauchen diese Elektrik. Wir dürfen die nicht hergeben. Das sind so viele Kabel. Jetzt ist es nur noch Nylon. Das ist das Einzige, was jetzt nur. Ach, scheiß auf die Seife. Wieso? Nein, scheiß auf die Seife. Was? Puh, wir haben genug Wasser, dass die baden können. Das ist hier kein Schwein, ob die Seife benutzt wird. Sollen sich mit, keine Ahnung, Ingwer einreiben. Das Gurkenwasser. Das ist halt Elektrolythaushalt vorbei. Und die Haut straffen. Und Feuchtigkeit herrschen. So. Kukumba. So, ich hab letztens so einen Clip gesehen. Ich konnte dann das. Das war klasse, echt. Ich hab mich so scheppert gelacht. So. Ja. Nee. Noch ein Fernseher nehmen wir jetzt nicht mit. Ich nehme das Bein mit. Ich kann kein Bein mehr mitnehmen? Doch, ich kann ein Bein mitnehmen. Sand, ja, genau das, was wir brauchen, perfekt. Ja. Das war's. Ah, Nylon. Das kriegen wir auch noch. Ja, das war's aber. Mehr will ich auch gar nicht. Also, wenn das. Ich muss ja bedenken, das ist jetzt so weit weg von mir, das ist ja fast schon am Rand der Map. Das so weit gehst du ja theoretisch mit deiner Expedition nicht. Das heißt, da muss ja irgendwas sein, was du gut brauchen kannst. Und bis jetzt ist nur dieses Elektrozeug das, was ich brauchen kann, theoretisch. Nägel können wir gerade gar keine mitnehmen, haben wir auch bisher noch nicht so viel gefunden. Und einzelnes Metall ist so egal. Und jetzt stehen wir hier vor einem fertigen Zementsack. Und 5 Benzinkanister. Oh, das Spiel macht es mir so schwierig. Oh mein Gott, macht dieses. Okay, wenn es nur Kunststoff ist, dann. Oh, ich brauche das Kunststoff. Ja, was wird gehen? Die Antistrahlung. Was wird gehen? Die Stressmittel. Infektionen lasse ich mal nur. Nee, da haben wir erst 4. Wir brauchen 4 mehr. Das hilft uns schneller Sachen zu machen. Und die findest du auch nicht so oft. Ich brauch die Rohre. Medizinische Vorräte zur Wiedererlangung der Gesundheit heilen bei Verwendung außerdem Blutungen. Das ist das gleiche wie mit Verband. Außer Verband heilt nicht. Verband heilt nicht, stoppt nur Blutungen.
heilt Infektionen, gestattet dem Körper die Selbstheilung. Ah, okay. Ja, okay, heilt Infektionen ist immer noch so ein Ding, was ich... Ja, das Leder nimmt man sowieso mit. Was wollte man eigentlich? Was wollte man hier eigentlich noch mitnehmen jetzt? Wir haben ja schon alles, also. Passt doch. Was mache ich eigentlich so lange rum? Nein! Nein, das tust du nicht! Nein, das tust du nicht! Scheiße, nein, das tust du nicht! Du bleibst da, wo du bist! Nein! Nein! Das nicht! Nein! Bleib da, wo du bist! Ich werde es nicht rechtzeitig schaffen. Verdammt! Uns sind gerade 5 Tagesrationen ausgegangen. Handeln. Was hast du, was ich brauchen könnte? Das da. Was gebe ich dafür? Nichts. 1 gegen 1. Komm, 1 so ein Ding gegen 1 so ein Ding. So. Sind wir so weit kommen. Oh, wie viel XP? Ich habe einen Handelswert mit 1 getätigt. Nur mit 1, Leute. Und das hat mir mein ganzes Ding voll gemacht. Ja, ist okay. Ist mir ja egal. Das soll mir recht sein. Aber finde ich ja wegen unverhältnismäßig. Aber ich glaube, ja, was rede ich eigentlich? Dieses Spiel wird eh nicht mehr geupdatet. Das war ein Projekt von... kleines Projekt von irgendwem, also... von irgendwem Großen, aber... enttäuscht. Etwas Großen. Was? Was? Nein, lauf da rein, los. Lauf da rein. Oh mein Gott, du läufst jetzt bitte da rein. Nein, das tust du jetzt nicht, oder? Nein, aus! Nice! Ja, er wird sich schon selber beschäftigen, was wir mit dem Falschen gefangen haben. Ja, ist schön! Ja, guck mal! Ach, schau, weil uns voll ist. Weil es voll ist. Deswegen. Das heißt, wenn ich die jetzt zum Essen schicke, muss ich sie erst Fleisch. Was, wieso kann ich Fleisch entfernen, hä? Wieso kann ich Fleisch entfernen? Na, einfach so! Wieso? Hä, ich blick's nicht. Egal. Paul, du darfst die ausziehen. Zieh dich aus, kleine Maus, mach dich nackig. So. Sonst dürft ihr wieder tun, was ihr wollt. Ja. Yeah, sie kommen wieder! Jo, jetzt geht's los! So, jetzt kann man loslegen eigentlich. Tasche passt nicht mehr. Die Tasche passt nicht mehr in mein Inventar. Weil ich so viel einzelnes Klump habe, dass ich jetzt wirklich 52 Inventarplätze voll habe. Ah ja, komm. Wir wissen es. Raus damit. Rein damit. So. Das war's auch schon wieder für heute, Leute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ah. Und ansonsten, wir sehen uns im nächsten Video.